Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meiner Reihe Projekt Großstadt. Das ist der 24. Teil. Ja, ich bin der Spotz und hier ist ja ganz schön was los im Industriegebiet, wenn wir uns das mal so anschauen. Ja, Luftverschmutzung, wie hier scheint. Mir ist eingefallen, dass ich am Ende des letzten Teils natürlich vergessen hatte zu schauen, wie sich denn die Luftverschmutzung hier abgebaut hat. Deswegen mache ich das jetzt gleich mal. Und ja, das sieht doch schon sehr zufriedenstellend aus. Das bisschen Rest hier kommt wahrscheinlich jetzt noch direkt von den, naja, von den Ölquellen. Oder, boah, vermutlich kommt das von den Ölquellen. Oder vielleicht sind das noch die letzten Reste, die sich nur ganz langsam verziehen. Boah, dafür sieht es hier hinten natürlich richtig schlimm aus. Gut, das Kraftwerk, das werde ich dann irgendwann... Was ist das hier? Spline Tech. Ja, das ist nicht so ideal. Die Luftverschmutzung, die Industrie erzeugt, die ist nicht zu verachten, aber... Dafür ist die Wasserverschmutzung nicht ganz so schlimm vielleicht. Aber auch nicht besonders toll. So, wie geht's weiter? Hier vorne war ja noch so ein... Naja, so ein kleines Loch in der Bebauung. Und da werde ich jetzt mal... Oh, was haben wir hier? Abwasser, verstopfte Rohre? Naja. Wir haben zwar noch Überschuss, aber da setze ich dann als nächstes mal etwas ran. So, und jetzt werde ich mal schauen, ob hier noch touristenmäßig, tourismusmäßig etwas hinpasst. Arc de Triomphe. Der ist, glaube ich, ziemlich groß. Aber der passt auch nicht an die... Der scheint nicht direkt an die... Oh, das würde hinpassen, aber da fällt schon wieder... Was ist das? Da fliegt schon wieder eine... kleine Villa weg, oder was das ist. Was auch schön ist, dass ziemlich viele Gebäude Solarzellen haben. Und wenn dann noch die Speichertechnologie richtig ausgebaut ist, dann ist das schon mal so nicht schlecht. Oh. Wow, das ist ja doch schon etwas größer. Das Tja, haben wir noch was ganz Kleines... Ach so, maximal 3 Sachen kann man bauen, ist ja nicht schlecht. Reicht ja aus. Ist alles zu groß. Willis Tower. Was machen wir denn da schon wieder? Ich glaube, dann verschiebe ich das Tourismusprojekt erstmal. Oder vielleicht finden wir hier noch eine... Hier ist ja auch irgendwie so ein Luftloch. Ich glaube, da muss jetzt noch touristenmäßig was hin. Mal schauen, wie es da momentan mit den Straßen aussieht. So. Da werde ich einfach... Naja, hier haben wir natürlich... Ich probiere es. Ich ziehe mal ein Stückchen Straße und wenn es nicht... Wenn es nicht so richtig funktioniert, dann kommt es einfach wieder weg. So, was haben wir hier? Haben wir ja überall hohe Dichte. Ja. Gut, dann gibt es ja ein kleines Stückchen Straße mit hoher Dichte hinzu. Vielleicht passt sogar noch ein Häuschen daneben und dann setze ich hier mal die... Da machen wir tatsächlich den Bogen. Mal schauen, ob da irgendwas dabei steht, wie der sich auswirkt. Oh, wir haben schon 24.000 Touristen pro Tag. Profit am Tag 52.000. Das ist ja überraschend. Wo schlagen die sich denn nieder? Also offensichtlich scheinen die sich nicht in meiner Kasse niederzuschlagen, sondern einfach ja in den Geschäften der Stadt oder sowas. Das ist ja doch eine schöne Menge. Überraschend. So, was ist das hier? Der Bogen mit dem Vierspänner. Mittlere Touristenattraktion. Achso, da ist ja auch noch unterteilt in
hochklassige Touristenattraktionen. Was ist eigentlich das? Oh, das ist auch eine hochklassige Touristenattraktion. Der Kölner Dom dürfte etwas größer sein, vermute ich mal. Ja, das Opernhaus, das fährt sogar Profit ein, wenn es denn irgendwo hinpasst. Aber ich glaube, ich mache tatsächlich mal, ich probiere mal die Sache mit dem Triumphbogen. Und dann sehen wir weiter. Ja, lass mal ein bisschen Luft zur Parkanlage, ein Pixel. Und dann geht's los. Wunderbar. Eine Begeisterungswelle fegt durch die Stadt. Ah, gut. So, jetzt gab es hier irgendwie ein Abwasserverstopfungsproblem, kurzfristig, kurzzeitig mal. Und ja, ein Becken. Entweder ist das Becken gammelig oder. Ach so, vielleicht passiert das zwischendurch mal, dass genauso wie zum Beispiel bei der Windenergieanlage zwischendurch mal ab und zu ein, zwei Windräder angehalten werden, passiert es hier vielleicht, dass auch für die Wartung oder irgendwie einfach nur so ein Becken verstopft oder der sogenannte Kläranlagentank und dann gibt es vielleicht, geht die Sache vielleicht runter in den gelben Bereich, das kann sein, ja. Gut, aber hier genug, was heißt genug, eine große Menge Frischwasser haben, kann ich den auch draußen setzen, das hat sich gut hier verteilt, das Frischwasser. Alles klar, Engpass abgewendet. Ja, alles bestens. Gut. Naja. Was ist so los in Wuselhausen? Plastikmangel, Produktion angehalten. Ja, woran liegt das schon wieder? Stagniert etwa der Import wegen des Staus möglicherweise, den wir hier sehr schön wieder beobachten können. Statt einwärts kein Durchkommen. Tja, da kommen keine frischen Importe rein. Und wir werden das Öl nicht los. Tja, was soll man da machen? Recyclingzentrum müsste eigentlich noch irgendwie Teil. Tja, es ist kein Platz mehr. Also ich müsste tatsächlich, aber er ist inzwischen wahrscheinlich auf der Bahnhof und im Weg. Müsste hier vermutlich die Metallwiederverwertungsanlage abreißen. Und dann einiges anders platzieren. Aber ich glaube dadurch, oder dann, wenn wir das machen. Ja, und dann wollte ich im letzten Teil auch noch schauen, wie das klappt mit der Wertstoff-Abtransport-Sache. Das scheint gut zu klappen. 7900 von 8300 Behältern jeden Tag. Das ist doch in Ordnung. Da werde ich am besten gleich mal die Unterstützung, die ich für irgendwelche anderen Städte gesetzt habe, die jetzt aber leer sind, zurückziehen, damit wir hier noch ein paar bei uns in der Stadt noch ein paar mehr Wertstoffbehälter leeren können und falls da tatsächlich wieder jemand einzieht, dann kann ich die dem gern wieder zur Verfügung stellen. So, 178.000 Barrel und da geht's voran. Ja, so, was macht der Bahnhof? Wie viele Halte haben wir da pro Tag? 26.000 auch schon. Das geht ja explosionsartig nach oben. Was haben wir hier? Aha, Bahnhof aufstellen. Alles klar. So.
Ach, hier ist natürlich die Feuerwehr. Tja. Das wird ein ganz schönes Durcheinander, wenn ich hier irgendwo die Gleise durchziehen will, um den Bahnhof näher an die Bevölkerung zu bringen. Ah. Ich glaube, das ist alles nicht so. 4,2 Millionen bereinigtes Einkommen im letzten Monat, was auch bedeuten könnte im letzten Tag. Oder ich weiß nicht, zählt hier ein Tag immer als... zählen hier die 24 Stunden, die ablaufen, etwa als einen Monat? Tja, weiß nicht. So, was haben wir hier? Wunderbar, Computer 2 Millionen, Fernseher 2 Millionen und Prozessoren 800.000. Ja, da tut sich was. Da werde ich dann, da kann ich dann eine neue Stadt, in die ich investiere, kann ich dann gleich schön mit Geldmitteln versorgen. So, was ist hier bei der Zentrale los? Oh, da gibt es bald ein Upgrade. Aber ich glaube, da sind wir sowieso schon. Ach so. Na gut, falls ich das irgendwo draufsetzen kann, oben, dann würde ich das natürlich machen. Und dann kann ich Kunststoff endlich über den Umschlagplatz importieren. Und ja, dann würde da kein Engpass mehr entstehen, wie das erst zum Beispiel der Fall war. 109.000 Einwohner haben wir schon. Mal gucken, was das Casino macht zu diesen späten Stunden. Ich würde gern bleiben, aber es gibt keine Hotels. Ja, Casino. Entweder braucht man noch ein weiteres normales Casino, um auf die 52.000 zu kommen. Spielzentrale. Sci-Fi Casino. Nobles Casino. Elegantes Casino. Stellen Sie eine Casinozentrale auf. Ah, das scheint ja die Casinozentrale zu sein. Tja. Ach, was weiß ich. So, bevor ich hier, ich glaube, ich bringe noch mal ein bisschen die mittlere Einkommensschicht benötigt Läden. Ja. Vielleicht haben die Lust, sich hier anzusiedeln. Da setze ich noch mal genau, um gleich die schlechte Auswirkung der Öltürme etwas zu verschieben. Naja, halbwegs ein bisschen was gebracht. Aber da können wir jetzt vielleicht für die mittlere Einkommensschicht ein paar schöne Gewerbeflächen ausweisen, die bestimmt gleich begeistert angenommen werden. So, ein neuer Tag beginnt. Was ist hier so los? Ja, alle sind in Aktion. Ja, im Moment gibt es nicht so viel zu tun. Hier scheinen jetzt riesige, ja, größere Gebäude zu entstehen. Gerade hatten wir noch 109.000. Jetzt sind es plötzlich nur noch wieder 99.000. Wo sind denn da die 10.000 Einwohner hin? Ist da etwa wieder irgendein Gebäude vergurkt? Na,
Der Klassiker. Verfallene Industriegebäude. Ah. So, was ist denn das hier? Hier ist ja überhaupt... Hier ist ja noch nichts weiter. Da könnte ich im Prinzip mal... Ja, Industrienachfragen, die wir nach unten. Hier hinten möchte wahrscheinlich auch keiner wohnen. So, wie sieht es ja aus mit Wohnen in der Nähe der Handelsdepots? Ich glaube, da könnte ich nochmal einen Park spenden, der da irgendwie hinpassen müsste. Wie sieht es damit aus? Da machen wir einfach mal einen kleinen. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Da gibt es bestimmt bald... Ja, da steigt die Bevölkerung auf. Sie erhebt sich. Und streckt ihre Hände den hohen Gebäuden der Handelszentrale entgegen. Upgrade verfügbar. Dann machen wir das natürlich. Aha. Ja, aber ich glaube, das komplettes Upgrade. Jetzt bin ich der Handelsmulti. Münzschlitze. Erzielen Sie mit Ihren Casinos insgesamt 200.000 Simoleons an Einkünften. Ach so, zusammengerechnet jetzt über die ganzen Tage kam da was zusammen. Wunderbar. Krone, Rohrerzbeteiligung, Umschlagplatz. Ja, Metallabteilung, ach, pff. Mal sehen, vielleicht stelle ich sie irgendwann mal hin. Aber ist erstmal, glaube ich, nicht notwendig. So, meine lieben Zuschauer. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus in der Stadt. Warum allerdings plötzlich die Einwohnerzahlen so stark zurückgehen, das muss ich demnächst nochmal ergründen. Aber... Für diese Aufnahme soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich mit einer Kamerafahrt um das neue, ja, um die neue Sehenswürdigkeit, die es in Wuselhausen gibt. Vielleicht hat es euch ein bisschen Spaß gemacht und eventuell sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, tschüss.